Was passiert, wenn dein Flug annulliert wurde und das Ganze ist Teil einer Pauschalreise? Wenn du eine Pauschalreise gebucht hast, dann hast du eben nicht nur die Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft, sondern möglicherweise eben auch gegenüber dem Reiseveranstalter. Und diese Ansprüche bestehen sozusagen parallel nebeneinander. Die Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft, die richten sich im Prinzip nach zwei Faktoren. Erstmal den europäischen Bezug. Also fliegst du von Europa oder aus einem anderen Land nach Europa mit einer europäischen Fluglinie. Wenn das der Fall ist, dann gilt die sogenannte europäische Fluggastrechteverordnung und die gibt eine Menge mehr Ansprüche. Ansonsten kann es sein, dass du bei einem annullierten Flug tatsächlich nur dein Geld zurückbekommst oder vielleicht eine Ersatzbeförderung. Wenn aber die europäische Fluggastrechteverordnung gilt, dann winkt eine durchaus dicke Entschädigung. Kann also sein, dass bei einem Kurzstreckenflug 250 Entschädigungen zusätzlich obendrauf kommen, bei einem Mittelstreckenflug 400 Euro und bei einem Langstreckenflug sogar 600 Euro pro Person. Ja, plus möglicherweise Betreuungsleistungen, also sowas wie Essen, Getränke und auch Unterkunft, auch das kann dazukommen. Ich sage ganz bewusst kann, denn ich hatte ja gesagt, es kommt auf zwei Faktoren an. Einmal den europäischen Bezug und zweitens den Zeitpunkt, in dem der Flug annulliert wurde. Passiert das rechtzeitig, also mit einem großen Vorlauf, mehr als 2 Wochen vor Abflug, dann gibt es diese Entschädigung leider nicht. Dann ist es tatsächlich so, dass der Flug annulliert wird und du wirklich nur dein Geld zurückbekommst bzw. einen Ersatzflug. Da hast du dann ein Wahlrecht, was du geltend machen musst, aber mehr gibt es dann leider nicht. Ähnlich sieht es aus, wenn sogenannte außergewöhnliche unvermeidbare Umstände auftreten, also quasi für die Fluggesellschaft ja unmöglich wird, den Flug zu leisten. Hatten wir schon mal, als ein Vulkan ausgebrochen ist. Das wäre aber im Fall des Personalmangels, weshalb ja zurzeit eben die Probleme an den Flughäfen bestehen, nicht der Fall. Also da würdest du weiterhin den Anspruch haben. Du musst also im Prinzip nur checken, ist ein europäischer Flug da und wann wurde dein Flug storniert und schon weißt du, welche Ansprüche du hast. Das wären also die Ansprüche, die du möglicherweise gegenüber der Fluggesellschaft hast. Aber als Pauschalreisender hast du natürlich noch mehr Ansprüche, denn du hast ja auch Ansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter. Ja, und die Fehler oder das, was da sozusagen falsch gelaufen ist, das muss sich der Reiseveranstalter tatsächlich wie einen eigenen Fehler zurechnen lassen. Also, wenn die Fluggesellschaft nicht genügend Personal hat und es deshalb Probleme gibt, dann ist das quasi so, als wäre es der Reiseveranstalter selbst, der da die Probleme verursacht hat. Und entsprechend muss er sich natürlich um dich kümmern. Also, das heißt Betreuungsleistungen erbringen. Möglicherweise kannst du auch den Reisepreis mindern, wenn eben zum Beispiel der Flug dann viel, viel später geht und du ja Zeit des Urlaubs verlierst. Und natürlich kommen auch sogenannte entgangene Urlaubsfreuden in Betracht. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, so ein Schadensersatzanspruch, der quasi auf verschwendeter Urlaubszeit beruht. Das alles kannst du eben nur dann geltend machen, wenn es eine Pauschalreise ist. Und da ist dann der richtige Ansprechpartner der Reiseveranstalter.